eure Videos. Moin Gemeinde, willkommen zu Folge 401. Meister Lampe, wie schnell fährst du? 110 oder was? Ja, mehr aber auch nicht bei dem Regen, ne? Hey, was ist das denn jetzt hier für ein Trick? Rechtsfahrgebot. Aber ich kann mir vorstellen, was da für einer fährt. Weißt du, keine Ahnung, noch nie Autobahn gefahren, nie mit Navi unterwegs und jetzt sagt das Navi, bitte den linken Spuren folgen, damit man halt nicht nach rechts auf die A24 gerät, ne? Aber das meinte das Navi bestimmt nicht. Also wer da fährt, hat auch wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das war was für dich hier, Sascha, ne? Der Partner fährt hier auf der Straße rum. Och, da hast du mir aber ein schönes Video geschickt. Das kann ich direkt zu einer Werbung umwursten. Y-Food ist die fertige Mahlzeit zum Trinken. Ein Drink ist eine Mahlzeit. Hält 3 bis 5 Stunden satt. Da ist alles drin, was du brauchst. Und wenn du sparen möchtest, dann kaufst du dir das Pulver und rührst es dir selber an. Mahlzeit. Jetzt mal ehrlich, meinen größten Respekt für das Ausweichmanöver. Richtig gut gemacht. Das schauen wir uns doch glatt nochmal an. Wenn man bei ruhiger Musik durch die Gegend gondelt und plötzlich ein LKW auf einen Kurs hält. Dreams war wohl hier auch das Stichwort, ne? Das wär's gewesen für einen. Wo willst du denn dahin ausweichen? Vater, Mutter, Kind oder vielleicht sogar 2 Kinder, bin mir nicht sicher, sind hier unterwegs und deren Leben kann man ja ruhig mal riskieren, ne? Hauptsache der andere ist mit seinem scheiß Bulli am LKW vorbei, ne? Ach guck hier, Torbenfilm mit dem Toaster, schön. Oder hast du gar nicht die Schutzfolie von der Linse gezogen, hä? Deswegen. Und, was ich herausgefunden habe, du alte... Du. Du alte... Ah, warte mal kurz. Was ist das? Ja, Herr Telefonpartner, Torben ist ausgestiegen, der ist jetzt weg und wir warten nicht, bis er wiederkommt. Wir fahren gerade 170, viel langsamer fahren andere ja auch nicht, es ist halt eine Autobahn. Wie kommt man auf die unfassbar dumme Idee, so eine Straße zu überqueren? Also die sind so krank, die Leute. Wir gucken uns diesen Firmenbulli an, der hinter uns herfährt. Schön mit Beklebung, Firmenname, Telefonnummer, alles da. Beste Werbung für den Betrieb. Junge, Junge, was für ein Sack. Anon schreibt in den Videotitel, Vorfahrt? Was diese? Und sie betont es sogar extra noch während der Fahrt. Ja, Vorfahrt. Der LKW-Fahrer fährt grüßend vorbei. Ja. Und die anderen ziehen natürlich gleich mit, weil Anon steht ja eh rum, ne? Oder was? Ja. Danke. Katzenellenbogen? Wer denkt sich denn sowas aus? Boah, ey. Ja, da war...
habt doch nicht alle Tassen im Schrank. Wisst ihr, warum man nie sieht, dass jemand auf der linken Seite Räder wechselt? Weil es unfassbar gefährlich ist. Weil keiner so doof ist, sein Leben zu riskieren. Ne? Dann fährt man halt diese 500 Meter auf dem platten Reifen noch weiter auf der Felge und fährt die Felge kaputt oder was. Ist immer noch billiger, als sein Leben zu verlieren. Und dann das Warndreieck da, 3,50 Meter hinter dem Bulli oder was. Wer soll denn da noch reagieren? Wenn du das Warndreieck siehst und erkannt hast, dann hast du den Typen schon oben übergefahren. Sowas Bescheuertes, ehrlich, da krieg ich zu viel. Ruf die Bullen, dass sie die rechte Spur sperren oder was. Sowas Bescheuertes, ehrlich. Also krieg ich, also ganz im Ernst. Also sowas, ach Mann. Und ich als derjenige, der ihn übergefahren hat, kann für den Rest meines Lebens mit Schuldgefühlen rumlaufen oder was. So eine Scheiße, ehrlich. Ach ey, ich war schon fertig mit dem Video, da habe ich gesehen, da sitzen sogar zwei. Was machen die denn da? Hebt der eine das Auto hoch und der andere will das Rad wechseln oder was? Einen Wagenheber sehe ich nämlich nicht. Oh, ist das gruselig, Leute. Dieses Video gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Jetzt erstmal nur für euch. Und er sagt, sogar der Linienbus überholt uns schon, weil der da vorne kein Gas gibt. So, uns überholt gerade ein Linienbus, weil der vorne Gas gibt. Der vorne hat's gerade gedreht. Leck mich am Arsch. Ich werde hier sein wegen Treibung. Nee, das ist natürlich hier. So, was ist jetzt hier los, hä? Die Tuse bleibt da einfach stehen. Hat sie die Ausfahrt verpasst? Will sie jetzt gleich rückwärts fahren oder was? Einfach mal anhalten, wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergeht? Oder was soll das für ein Trick sein, hä? Also, kannst du dir nicht ausdenken. Was haben wir noch? Dann winkt sie da, nachdem sie da steht. So nach dem Motto, ja, fahr doch mal vorbei. Hä? Wie, fahr doch mal vorbei? Fahr du doch mal weg. Oh, fällt mir schwer, mich zusammenzureißen. Ehrlich, ich bin nicht mal beteiligt. Ich krieg zu viel, wenn ich so eine Scheiße sehe, ehrlich. Das sind so dumme Menschen, die können sich überhaupt nicht da reinversetzen, wie viel Leben diese Menschen riskieren. Na gut, guckt euch die Scheiße doch hier an. Der alte Opel Astra G, ne, da gab es ESP, also nur gegen Aufpreis, ne? Und dennoch angeblich, ich bin mir nicht sicher, nur in den letzten beiden Baujahren überhaupt. Also von daher ESP, dieses Stabilitätsprogramm, damit solche Dreher halt nicht mehr so schnell passieren können. Ne, die hätten dann schön, die Technik hätte schön einzelne Räder gebremst, damit man das schön umkurven kann, ohne solche Dreher hinzulegen. Ich meine, das sieht cool aus, ne? Damals, ne, vor 20, 30 Jahren, da gab es sowas regelmäßig. Da gab es immer was zu gucken. Warum hatten wir da eigentlich noch keine Dashcams? Schade eigentlich. Da hätten wir viel mehr Cobra 11. Also, wovon rede ich hier? Sie sind dem drehenden Opel noch eine Weile hinterhergefahren. Der fuhr dann an der nächsten Raste raus. Und dann sind sie mal hinterher und haben gefragt, ob alles IO ist. Aber ja, alles gut. Ich glaube, er brauchte eine kurze Pause. Vielleicht kennt ihr ja den Kanal Let's Dashcam. Der hat jetzt einen Shop aufgemacht. Da kannst du coole Warnwesten kaufen. Ich warne dich. Keine Panik, ich klebe mich nicht fest. Das ist schon cool. Also falls ihr auch in den Westenwaren verfallt, weil ihr noch gar keine Warnwesten habt, dann könnt ihr euch da eine coole bestellen. Die haben auch gute Reflektoren. Ja, die leuchten wenigstens im Dunkeln. Und denkt dran bitte beim Bestellen, falls, also bei meiner Zuschauergröße weiß man nicht, wie viele da jetzt wirklich bestellen. Der Mann arbeitet das alleine oder zu zweit ab. Es kann dann eventuell, falls jetzt 200.000 Bestellungen auf den Schlag einkommen, kann es sein, dass es einen Moment dauert, bis er es alles verschickt hat, ne? Das bitte bedenken, also, ne, immer schön cool bleiben bei der Sache. Ja, da steht Werbung in der Ecke, aber ich verdiene weder an Erwähnung noch an Verkauf irgendwas. www.letsdashcam.com. Also Leute, das mit euren Radios, ne, und mit diesen Hörbüchern, das ist doch wohl ein Scheißwitz oder was, ne? Wie kann denn das so beschissen zusammenpassen? Hört mal hin. Wir bleiben aber noch ein bisschen. Auch rechts die Tante in dem Auto ist auch da geblieben. Alles gut bei? Ja, ihm ging es ganz gut. Helm hatte er ja auch auf. Der Ellbogen war am Bluten, aber ansonsten schien es ganz in Ordnung zu sein. Bei der Polizei hat er noch angegeben, er hat selber Schuld gehabt. Er hat das Auto einfach übersehen und ist losgeradelt. So war es ja auch. Krankenwagen war auch vor Ort. Ein Zeuge hat noch Wasser gegeben. Es war ein heißer Sommertag.
Und ja, ihr Auto hat auch ein bisschen was abgekriegt, aber sie sagte, das Auto ist alt, es hat schon viele Kratzer drumherum und von daher war es da einfach egal. Sie hat keine Schadensersatzsprüche gestellt. Es kam dann auch nie wieder irgendwas. Die Dashcam-Aufnahme hat das ja alles gut gezeigt. Vorsicht! Alter Schwede, ey! Der hat sie ja wohl nicht mehr alle. Ich finde diesen kleinen Renault Twizy, diesen kleinen Elektroflitzer, ja, ganz cool, ganz knuffig. Einer davon ist, wie gesagt, cool und knuffig, aber was sind dann viele? Hast du mal ein bisschen auf? Schon wieder Sightseeing. Ach, ist es schön. Diesmal gab es so viel. Diesmal sind wir in der Schweiz, der Grimselpass. Und Pflicht hat ihn uns geschickt. Sehr gut. Danke. Macht's gut, Leute. Daumen hoch. Tschüss.